Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute wird es mal fast gesund, denn wir werden uns einen Salat machen, aber nicht irgendeinen, sondern einen bunten Gyros-Salat. Alles, was ihr rund um das Video wissen müsst, wie die genauen Mengen, das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Da starte ich mit unserem Fleisch. Das hier ist jetzt Gyros-Fleisch. Und das Fleisch, das war vorher geschnetzeltes, das habe ich mit meinem Gyros-Bär gewürzt, weil das ist für mich das beste Gyros-Gewürz. Wer das nicht kennt, kann gerne unten in der Videobeschreibung gucken. Da findet ihr den Link zu meinem Gyros-Gewürz. Wer aber nicht gucken möchte, der kann natürlich ein anderes Gyros-Gewürz nehmen oder nimmt die Alternative, die ich euch ins Rezept schreibe. Und da es ein bunter Gyros-Salat wird, brauchen wir natürlich auch viel Gemüse. Da habe ich hier einmal Gurken, diese hier in solche Stücke geschnitten. Wie groß ihr das macht, müsst ihr selber wissen. In Scheiben geht es natürlich auch. Dann habe ich hier Zwiebeln, rote in Halbringe geschnitten. Hier vorne haben wir milde Peperoni, diese einfach nur so in Ringe geschnitten. Dann ist hier einmal Paprika, die auch einfach nur hier in solche Stücke geschnitten. Ihr könnt jetzt nur eine rote nehmen, ihr könnt grün nehmen, ihr könnt gelb nehmen, ihr könnt es aber auch mischen. Das macht ihr so, wie ihr möchtet. Und hier hinten befinden sich noch so ein paar Oliven. Außerdem brauchen wir hier noch so einen Feta-Käse. Als nächstes habe ich dann hier einmal einen Tzatziki. Dieser hier ist selber gemacht, wie ich den gemacht habe. Da ploppt jetzt hier oben ein i auf. In dem Video habe ich das schon mal gezeigt. Dann brauchen wir so einen Schluck Weißweinessig, dann ein bisschen Petersilie, ein bisschen Oregano. Würzen müssen wir nachher auch nochmal. Dazu nehme ich hier meinen Gyros-Bär. Und wie anfangs schon gesagt, entweder wer ihn haben möchte, kann in der Videobeschreibung gucken. Ansonsten geht jedes andere oder die Alternative aus dem Rezept. Und wir brauchen noch ein gutes Olivenöl. Ich nutze da schon seit eh und je das hier von Leo. Wer es testen möchte, auch das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber es geht auch jedes andere. Das waren dann unsere Zutaten. Wie es geschnippelt sein sollte, habt ihr auch gesehen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist unseren Feta nehmen, diesen würfeln. Aber ich denke mal, das bekommt ihr hin, ohne dass ich euch das zeige, weil jeder macht die Würfel unterschiedlich. Ich mache es ein bisschen kleiner, von daher würfelt euch den und dann ist alles gut. So, dann legen wir los. Wir nehmen uns das Fleisch und gehen rüber an die Pfanne. An der Pfanne angekommen, habe ich jetzt hier so ein bisschen Öl reingemacht und da braten wir uns jetzt portionsweise das Fleisch an. Wenn das Fleisch dann die gewünschte Farbe hat und auch schon durchgegart ist, weil das sollte es nach Möglichkeit sein, deswegen guckt, dass ihr auch Geschnetzeltes nehmt und das Fleisch so dünn schneidet wie geht, dann werden wir das aus der Pfanne rausnehmen, packen das in so eine Schale hier, braten den Rest an und dann lassen wir das abkühlen, weil das muss später kalt sein. Ja, und wenn ich das Fleisch fertig angebraten habe, sehen wir uns drüben am Tisch wieder. Dann ist das Kapitel Fleisch anbraten auch erledigt. Das steht jetzt da, kann in Ruhe abkühlen und in der Zeit können wir uns dann schon mal das Dressing machen. Dazu gebt ihr euch zuerst das Tzatziki in so eine Schale rein. Dazu kann dann die Petersilie, Oregano, ein kleiner Schuss von dem Weißweinessig. Dann nehmen wir uns das Gyros-Gewürz und machen auch davon so ein bisschen was dazu. Aber nicht zu viel, denn unser Fleisch bringt auch noch Geschmack mit. Ja, und jetzt können wir das fürs Erste schon einmal verrühren. Und wenn das schon mal grob vermengt ist, dann machen wir noch so einen Schuss Olivenöl dazu. Und auch das rühren wir noch einmal unter. Und wenn das Dressing dann steht, können wir die Gurken dazugeben, die Paprika. Ich habe jetzt noch mal zwei andere Farben dazu gemacht, damit das Ganze noch mal bunter wird. Die Zwiebeln können dazu und die Peperoni. Dann können wir das schon mal unterheben, dass da schon mal Dressing dran ist und alles gut vermischt ist.
Ja, und wenn das dann vermengt ist, schaut das so aus. Mittlerweile ist auch unser Fleisch kalt. Das geben wir jetzt noch dazu. Und auch das heben wir dann noch einmal unter. Dann ist auch das vermischt. So schaut unser Salat dann aus. Und ich würde sagen, das sieht schon mal hervorragend aus. Der muss jetzt allerdings noch Minimum eine Stunde durchziehen, damit die Aromen und Geschmäcker sich richtig schön entfalten können. Je länger der durchzieht, desto besser wird er. Also ihr könnt den auch einen Abend vorher machen und am nächsten Tag servieren. Aber wie gesagt, Minimum eine Stunde. Alles, was drüber ist, ist optional top. Ansonsten nach einer Stunde könnt ihr den auch schon essen und die Zeit warten wir jetzt ab. Nicht ganz eine Stunde ist rum, denn mir geht jetzt hier die Sonne unter und bevor es gleich zu dunkel ist, um das Ganze zu filmen, schauen wir es uns hier noch einmal an. Wie man dann sehen kann, haben wir jetzt hier so einen richtig schönen bunten Salat mit Zwiebeln, Gurken, Paprika, alles was halt so in der griechischen Küche vorkommt. Es gehen natürlich auch Auberginen, Zucchini und noch etliche andere Sachen. Ihr könnt auch noch Tomaten mit reinmachen. Das mache ich aber immer nicht, weil sonst wird das Ganze zu wässrig. So, jetzt als Topping nehmen wir uns dann hier so ein bisschen was von dem Feta, geben das da drüber. Alternativ kann man den auch mit dazugeben, aber dann wird das auch zu pampig. Deswegen ist es immer besser, den hinterher so hier drauf zu bröseln. Ja, und dann würde ich sagen, sieht das schon fast hervorragend aus. Und da ich kein Olivenesser bin, mache ich den auch nicht mit in den Salat, aber da dieser Teller jetzt hier meine Frau gleich zu sich nimmt, mache ich hier so ein paar drauf. Für die, die alle Oliven essen, können die gleich mit untermischen. Ich mache es immer so, weil sonst ist der Geschmack mit dem Salat und dann esse ich den schon nicht mehr. So, und dann ist unser bunter Gyros-Salat fertig. Ich mache mir jetzt was auf die Gabel ohne Olive und dann wird probiert. Dann hoffe ich, ich habe hier einmal alles getroffen. Pusten, können wir heute drauf verzichten. Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach wieder so ein richtig göttliches Ding. Wir haben hier einen schönen bunten Salat. Fast alles, was so in die griechische Küche reingehört. Dann gut gewürztes und angebratenes Gyros, was dem Ganzen nochmal so einen Kick gibt. Aber was mir am meisten flasht an diesem Salat ist das Dressing. Wir nehmen einfach wieder nur Tzatziki, machen da so ein bisschen Weißweinessig noch zu, plus die Kräuter, noch so ein bisschen Gyros-Gewürz und das Ganze ist einfach nur himmlisch. Ist ein richtig schöner Salat, all in one. Es ist alles dabei, was wir brauchen. Wir haben Fleisch, viel Gemüse und richtig lecker ist er auch noch. Also, wer diesen bunten Gyros-Salat noch nicht kannte, der macht nach und schreibt unten rein, wie er ihm geschmeckt hat. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende vom Video angekommen und wie ich eben schon gesagt habe, das Ding ist fast gesund. Wenn ihr es richtig gesund machen wollt, dann nehmt ihr euch Hähnchen anstelle vom Schweinefleisch, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann müsst ihr gucken, wie ihr variieren möchtet. Und das Ganze, das erinnert auch so ein bisschen an den griechischen Bauernsalat, ist da dran auch angelehnt, nur halt mit viel Fleisch. So, dann hoffe ich, die Nummer hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnenten von meinem Kanal, hier oben könnt ihr das nachholen. Da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken, dann auch die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao. Und ich glaube, das war mein schnellstes Video.